Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Call of Duty. Wir spielen wieder Modern Warfare im Multiplayer und sind immer noch auf Waffensuche. Also irgendwie so die Lieblingswaffe gibt es momentan bei mir gar nicht. Ich probiere jetzt immer so ein bisschen was aus. Hier und da auch mal so ein bisschen diese Wall da zu leveln. Wage aber so langsam zu bezweifeln, dass ich die Waffe wirklich mag. Okay, von oben, wa? Ja. Ah, irgendwie mir zu viele Mumpeln drin sind für mein Zielverhalten oder mein nicht vorhandenes Zielen. Und ich brauche halt ein paar Mumpeln mehr im Magazin, das ist halt so. So, wo spawnen sie denn nun? Anscheinend da. Wow! Nicht betäuben. Das macht keinen Spaß. Ja, dann push doch. Ich hab hier gerade in der Ecke gepusht, das reicht. Oh. Oh. Oh, ist das schlecht. Aber ich bin aber auch schlecht geworden in diesem Spiel. Kick dir das an, ey. Versuche hier echt krampfhaft irgendwie wieder reinzufinden in das Aim. Aber ja, nicht so einfach. Gar nicht so einfach. Oh. Der war nicht so schlecht. Die Frage, wissen die noch, wo ich bin? Wahrscheinlich. Ah, es wird schon ein Spawn-Flip sein, ne? Was? Ne? Noch nicht. Oh, den habe ich da hinten nicht gesehen. Was ist eigentlich schon wieder für eine komische Waffe? Ich sehe hier jede Runde irgendwelche Waffen, die ich gar nicht kenne. Ja, irgendwo hat echt den Anschluss irgendwie verloren in dem Game. Hier ist irgendwo was gehört, ach da! Wow, lucky ey, die neue kriegt er aber. Die ist wohl lucky. Schon wieder echt ein Jucki in Safe, Finger. Den habe ich nie gesehen. Blindet Ogre habe ich anscheinend auch. Ich spawn ja doch mal hier. Anscheinend. Bin ich hier nur innen angelaufen? Müssen wir nicht so genau. Teammate. Hey, versuchen wir einfach mal. Ich weiß nicht mal, wo ich hinziehen soll. Da. Oh, krieg die nicht mehr gekillt. Ich verstehe nicht wie und warum. Aber ich krieg die einfach nicht mehr gekillt. Vielleicht muss ich doch nochmal was an der Sensibilität ändern. Echt merkwürdig. Kriegt die einfach nicht mehr. Tschau. Ist auch die Wunde dicht. Also ich meine, klar, ich ziel zu schlecht, gar keine Frage. Es gibt viele Situationen, wo ich so extrem schlecht ziele. Hier jetzt hin. Ja. Ganz ewig auf den warten, habe ich auch keinen Bock. Wir haben es fast geschafft. Kämpf
Ende des Geschütz online. Wir verlieren C! Munition angeschützt, jetzt wird hier wohl keiner kommen. Alpha wird gesichert. Das sind aber auch schon wieder komische Spawns hier, ne? Ach und Krach mit Ach und Krach. Also die Fights, die ich gewinne, die sind echt mega knapp halt, ne? Was? Wo denn? Den haben wir zum Glück auch noch. Unbedingt heilen. Nein, doch keine Kiste! Du sollst nachladen. Meine Güte. Ja. Bitte zum Abwurf. Position markiert. Alles klar. Nomad 2. Auf jeden Fall ist jetzt hier noch einer rumgerannt. Der mein Teammate ja eben noch gekillt hat. Mal da. So. Drohne erreicht Einsatzgebiet. So, einfach mal rein. So, ein bisschen hoffen, dass hier irgendwas trifft. Was erstmal nicht danach aussieht. Den haben wir. Jetzt fehlt auch ja nicht mehr so viel zu meinem VTOL, den ich ja schon echt lange nicht mehr hatte. Oh, mal ein bisschen defensiver spielen, den hätte ich jetzt schon jetzt gerne mal wieder. Jetzt weiß ich schon wieder nicht, wo sie spawnen. Wahrscheinlich wird A gleich eingenommen. Ne, wir spawnen noch bei A. C wird gesichert. Ah. Die Spawns sind hier schon manchmal echt komisch. C wird gesichert. A wird gesichert, C wird gesichert, B wird gesichert, Y wird eingenommen. Was? Wir halten alle Ziele. Kämpft weiter, wir schaffen das. Lade nach. Feind am Schornstein. Wo ist hier ein Schornstein? Feindliche Drohne abgeschossen. Auf Station und Einsatz. Ah ja. Aber ich hab noch erreicht, der zählt. Der zählt. Manuel. Komische Runde. Zum Schluss war ich ein bisschen aufgeregt und war dann halt schon sehr, sehr vorsichtig. Aber ja, ein paar Kills habe ich ja dann doch noch hinbekommen. Aber ja, ich muss hier noch mal ein bisschen kicken, dass ich glaube ich die Sensibilität der Maus noch mal ändere. Irgendwie ist das Zielen so raus bei mir. Man sieht es ja teilweise, weil ich für Muster um die Leute schieße. Echt merkwürdig. Naja, am Ball bleiben und solange wie ich Lust habe, spiele ich das und wenn nicht, dann mache ich aber andere ganz einfach. Ist halt nur ein Spiel halt, ne? Ganz klar. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.